Hallo liebe Campingfreunde und herzlich willkommen bei Gogo for Camper. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist wieder Bastelstunde. Ich muss nämlich bei unserem Wohnwagen die Titanlüfter nachrüsten. Ich habe ja schon mal ein Video gedreht, da habe ich allerdings andere eingebaut. Ich baue jetzt einen ganz anderen Typ der Titanlüfter ein. So, hier sind sie schon. Ne? So sehen die ja aus, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Die kommen ja hier oben in das Lüftungsgitter. Prinzip ist, wir haben ja einen Absorberkühlschrank und dann wird die warme Luft rausgesaugt. Und eben, ja, der Absorberkühlschrank kann viel besser kühlen, vereist nicht so und wir sparen eine Menge Energie. Ich lese immer wieder in den Kommentaren oder aber auch in Facebook-Gruppen und so weiter, muss ich den überhaupt einbauen? Ich kann euch garantieren, das müsst ihr. Das ist was ganz anderes, wenn ihr die Titanlüfter drin habt. Und ich möchte euch in diesem Video nicht nur zeigen, Schritt für Schritt, wie ich die einbaue. Das ist so einfach, das kriegt jeder hin. Sondern in Kroatien, wir sind ja noch in Deutschland, in Kroatien werde ich das Video fertig drehen und euch das Ganze auch mit einer Temperaturmessung beweisen, was das für ein Unterschied ist, wenn man die Titanlüfter hat oder eben nicht. Man muss dazu sagen, bei uns geht es noch. Bei unserem Grundriss vom Wohnwagen haben wir auf der Rückseite die Lüftungsgitter. Wenn ihr die vorne habt, dann ist das noch schwieriger, einen Kühlschrank richtig zu kühlen. Warum? Weil wenn ihr jetzt eine Markise oder ein Vorzelt oder ähnliches habt und dann kommt Wärme oder eben auch richtig Hitze von oben, dann habt ihr hier oben, staut sich die ganze Wärme. Und dann kann das nicht richtig abgegeben werden. Das heißt, da taut richtig der Kühlschrank immer mal an, abends wieder nicht. Und dadurch vereist er dann eben so. Ne? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich nehme jetzt mal das Gitter ab und dann befestigen wir mal den Lüfter. Ganz einfach, man klickt das hier einfach so rüber. Einfach mit dem Finger hier rein rüberklicken und dann können wir das Gitter abnehmen. Ich hatte das auch noch nie ab. Das heißt, das erste Mal klebt das ganz schön, aber kein Problem. Mit dem vorsichtig abmachen, dann war es das schon. So, und hier sieht man schon die Kühlrippen vom Absorber. Jetzt gibt es Titanlüfter, die schraubt man einfach hier unter. Bei dem Prinzip, was ich mir jetzt gekauft habe, werden die hier angeschraubt oder angeklemmt sozusagen. Wir haben ja einen Tedford-Kühlschrank. Da ist es so, dass es nicht ganz genau passt. Im Dometic ist es eben so, das passt wesentlich besser. Bei dem Tedford zeige ich euch aber einen Trick, dass ihr die auch ganz einfach daran bekommt. Jetzt ist es wichtig, dass der Lüfter nicht die Luft oben reinpustet, sondern raussaugt. Das heißt, hier sind die Aufkleber, so rum muss er rein. Das heißt, er soll ja hier die Luft rausnehmen und da durchpusten sozusagen. Und jetzt sind ja hier an der Seite diese Halter. Seht ihr ja. So, und das Problem ist, beim Tedford jetzt, das seht ihr jetzt hier, wenn ich die jetzt hier ransetze, die klemmen ja hier hinter so unten, ne? Unter. So, jetzt seht ihr das. Selbst wenn ich die hier verstelle, ist das Problem, dass das hier ein bisschen lose ist. So hatte ich das beim alten auch. Ich habe hin und her geschraubt und so weiter und immer wieder ist das ein bisschen lose. Das Problem ist, dass es sich dann natürlich auch ein bisschen schlecht anhören kann, wenn die Vibration so kommt. Deswegen ist meine Überlegung, mache ich jetzt hier so ein Dichtband drauf. Das ist so ein bisschen Moosgummi-mäßig. Das klebe ich jetzt hier oben einmal rauf. Und somit habe ich natürlich eine bessere Spannung und auch die Vibrationsgeräusche nicht. Das heißt, ich klebe das hier einmal oben lang. So. Hier oben rauf. Dann müsste das funktionieren. Jetzt hier unten auch. Wie gesagt, beim Dometic habt ihr das nicht, da passt das ganz genau rein. So, dann drehe ich ihn mal um und schau mal, ob das funktioniert. So, jetzt klemmen wir ihn wieder hier unter ein. So. Jetzt ziehe ich die Klammern hier an der Seite hoch und schraube das fest. Unten. So ist das eigentlich gerade. Bisschen mal darüber. So, hier hoch. So, und oben natürlich auch. Wie klemme ich das jetzt rein? Jetzt muss der Martin mal ein bisschen beiseite gehen. Ja, ist gut. So. Oh, jetzt ist. So. Aber, Freunde, jetzt passt das perfekt, vibriert nicht und sitzt 100% bombenfest. Geil. Nun kümmern wir uns um die Verkabelung.
Das ist ja nachher drinne die 12-Volt-Versorgung mit Gleichrichter, erzähle ich euch nachher noch. Und das hier steuert ja einmal die Ventilatoren an und hier ist noch ein Temperaturfühler. Das heißt, hier ist noch so ein Verteiler, den nehmen wir einmal ab. Jetzt müssen wir einen Bohrer wählen, der die Größe hat. Und dann bohre ich jetzt vom Schrank, da will ich den Schalter einbauen, einmal durch, hier oben rein, so dass ich hier oben in dem Kanal wieder rauskomme. So, ich habe das eben ausgemessen. 13 mm Bohrer brauchen wir, habe ich aufgesteckt. Ich war schon ein bisschen voreilig, ich habe schon mal angefangen. Ich fange jetzt hier mal an. Hier soll er ungefähr sitzen. Ich habe mir das natürlich auch ein bisschen ausgemessen, wo ich da ungefähr rauskomme. Als nächstes baue ich jetzt den Stecker ein bisschen um. Warum, zeige ich euch jetzt, weil jetzt kommen ja die Kabel hier unten raus. Das sieht ja unschön aus. Mache ich das hier einmal auf. So, jetzt haben wir hier die Stecker. Die nehme ich jetzt hier einmal ab. So, den auch. Jetzt breche ich das hier raus. Natürlich vorsichtig machen, nicht, dass ihr euch den Schraubendreher in die... Mache ich lieber mal so. Wie mache ich denn das jetzt? Ich mache das lieber mal hier draußen. So, ist das Ding draußen. Zack. Dann können wir hier gleich die Kabel durchstecken. Nur mal als Tipp, falls ihr den Schalter anschrauben wollt, dann müsst ihr das erst machen und dann durchziehen und dann einstecken. Ich mache es nicht, ich klebe das Ding an mit wieder verschließbaren, wollte ich gerade sagen, mit wieder lösbarem Klebeband. Finde ich wesentlich besser. Dann haben wir nicht so viel Stress. Dann muss ich mir das dann nicht ranschrauben. So, Stecker wieder ran. So rum. Zack. Und den. Zack, ganz einfach. Und jetzt habe ich das so, dass die Kabel eben hier hinten rauskommen. Und wenn ich das jetzt anbaue, dann sieht man von den Kabeln nämlich gar nichts mehr. So, damit ich das Kabel besser durchbekomme und auch diesen kleinen flexiblen Temperaturfühler, klebe ich den zusammen mit Panzertape. So. Mach mir das so ein bisschen so spitz und so kriege ich den besser durch. So. Zum Nachhelfen dem Kollegen. Vorsichtig. Zack, durch. So. Schiebe ich das hier weiter durch. Und das Kabel können wir ja nicht kürzen. Wie gesagt, Temperaturfühler und so. Das lege ich gleich in eine Schlaufe. So. Und jetzt ziehe ich das von außen natürlich ein bisschen daran. Als nächstes kleben wir jetzt den Temperaturfühler hier ran. Und zwar nehme ich mir da einfach Panzertape. Habe ich schon so oft gemacht, ganz einfach. Macht da nicht so viel Firlefanz. Dann gehe ich hier einfach hier oben hoch und klebe das hier oben an. So. Und der sollte so mittig runterhängen, um eben die Temperatur hier messen zu können, wenn man im Automatikmodus ist. So mache ich das jetzt. Ich mache hier hinten noch einen Kabelbinder nachher ran, weil das Kabel darf nicht an die Kühlrippen. Da kann es natürlich nachher heiß werden. Aber hier seht ihr, habe ich das ran gemacht, hält hundertprozentig. Hier hängt er jetzt. Oh, kann noch ein bisschen rüber. Und dann misst er da die Temperatur. Das funktioniert. Hier ist das Kabel jetzt für die Ventilatoren. Die können wir jetzt auch schon mal anschließen. Jetzt verlege ich das 12-Volt-Kabel hier oben in den Kabelkanal. Ich habe das hier auch noch mal geändert. Bin jetzt hier mit dem 12-Volt-Kabel doch noch mal unten rausgegangen. Habe das einfach gedreht. Mir ist egal, ob das verkehrt rum ist. Wir wissen ja, wie das funktioniert. So, jetzt gehe ich hier in den Kabelkanal, ziehe mir das hier oben einmal ordentlich lang und gehe hier durch zur 12-Volt-Verteilung. Das ist natürlich Quatsch. Ich kann ja auch die Kappe drehen und somit ist der Schalter auch wieder richtig rum. Jetzt bin ich hier hinten angekommen. Kabelkanal ist soweit schon wieder zu, passt ganz gut. Und hier ist jetzt der Stecker. Jetzt kann man ihn abschneiden und an 12 Volt hängen, aber bei dem Titanlüfter ist hier ein Gleichrichter dabei. Das heißt, wenn mal unsauberer Strom kommt, mal vom Landstrom und der Umformer das nicht in ganz sauberen 12 Volt ausgibt, dafür ist der Gleichrichter gedacht.
ganz ehrlich, wir haben einen Titan, das ist der dritte Titanlüfter, den ich in, ja, im dritten Wohnwagen einbaue. Ich hatte vorher nie einen Gleichrichter dran, ist nie was passiert, hat immer funktioniert. Hier geht es auch eher darum, wenn ihr zum Beispiel beim Dometic unten die Lüfteranschlüsse beim Kühlschrank habt, dass ihr nicht hier durch müsst, sondern könnt das direkt im Kühlschrank zum Beispiel anschließen. Da kann das eher unsauber sein am Kühlschrank, aber wenn ihr direkt an die 12-Volt-Verteilung hier geht, ist meines Erachtens, ja, egal, aber er liegt ja nun mal dabei. Ich zeige euch mal, wie man den anschließt. Ganz einfach hier oben ran. So. Und jetzt seht ihr ja, ist hier nicht schwarz, schwarz und rot, sondern beide schwarz. Ist egal, wo ihr die anschließt. Ihr könnt den da bei Plus, bei Minus, ist egal. Der Gleichrichter macht daraus immer richtigen 12-Volt-Strom Plus und Minus. Das heißt, hier gehen wir jetzt ran. Ich sehe gerade, ich habe hier nur eine 3er-Vago. Da mache ich jetzt eine 4er draus, schließe das hier an und dann haben wir schon die Spannung. Die hole ich jetzt mal und dann klemme ich das einfach um und dann geht das los. Ihr seht, angeschlossen ist er jetzt, leuchtet blau. Jetzt können wir die Lüfter prüfen. Jetzt mache ich erstmal die Kappen wieder rauf. Den Schalter klebe ich jetzt auch schon an mit dem doppelseitigen Klebeband. So. So, der Lüfter läuft. Ihr habt gesehen, das ist nicht schwer. Er saugt jetzt quasi hier an. Hier pustet er raus, könnt ihr jetzt nicht merken. Dann können wir den hier wieder reinbauen. Wir haben ihn immer auf Auto geschaltet. Dann ist es so, wenn er die Temperatur, jetzt hört man auch, man hört es hier, läuft er an. Zack, stecken wir ihn hier wieder ran. Was ist jetzt? Achso, wieder zurückziehen hier. Ja, so. Oh, da müsst ihr mal gucken, ein bisschen drauf achten. Mein Kumpel Rolf hat das ja schon mal falsch rangemacht, da ist ihm das weggeflogen beim Fahren. So, jetzt sitzt er und jetzt, Freunde, beamen wir uns mal nach Kroatien, weil da machen wir den Temperaturtest. Jetzt sind wir in Kroatien. Wäre toll, wenn das wirklich so schnell gehen würde. Kommt mal mit rum. Guckt euch erstmal die Kulisse hier an. Ist das nicht traumhaft? Und jetzt beweise ich euch, weshalb ihr die Titanlüfter einbauen solltet. Kommt mal bitte ein bisschen dichter. Und zwar habe ich hier so eine Temperaturüberwachung eingebaut. Und zwar hier ist die innere Temperatur. Wir haben jetzt 30 Grad hier drin. 2, seht ihr hier, Kühlschrank, 7,3 Grad. Und jetzt seht ihr hier, dass ich hier auf der mittleren Temperatureinstellung bin beim Kühlschrank. 3 Striche. Und ihr seht ja, 7,3 Grad hatten wir, glaube ich. So, und jetzt stelle ich mal die Titanlüfter an bei gleicher Temperatur und mal sehen, wie die Temperatur jetzt sinkt. So, jetzt stelle ich hier mal auf Auto und mache mal jetzt volles Programm hier bei den Titanlüftern. Und dann werden wir mal eine Zeit abwarten und schauen uns dann mal die Temperatur an. So, jetzt haben wir den Titanlüfter eingeschaltet und einige Zeit laufen lassen. Und jetzt sieht man hier auch einen deutlichen Unterschied. Schaut mal hier. 2 ist ja hier der Kühlschrank. 4,8 Grad, also ein deutlicher Unterschied. Nur noch mal hier zu meiner Einheit. Ich bin da ganz froh drüber, dass ich das habe. Hier seht ihr ja auch, 3 habe ich die Kühlbox. Da kann man eben sehen, dass wir in der Kühlbox 2,5 Grad haben. Kann ich nur empfehlen, das Teil. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen, auch einen Titanlüfter einzubauen, gerade wenn ihr in wärmere Regionen fahrt, weil ihr spart eben Energie und was ich ja auch schon sagte, der Kühlschrank vereist nicht so oft und so weiter. Das ist einfach wesentlich besser. Ja, ihr seht es hier im Hintergrund. Ich werde jetzt das schöne Wetter hier in Kroatien genießen und weiterhin Urlaub machen. In diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Campingplatz. Musik.